Ja, grüß Gott, liebe Leute. Hier ist der Mario, neben mir der Max. Hallo Max. Servus Mario, grüß dich, hallo. Und wir wollen heute, wir sind einen Tag zu spät. Gestern ist die Messe hier schon losgegangen, am 10.7. die Cannabis-Messe XXL in München. Und was uns da erwartet, das schauen wir mal. Wir wissen noch nicht, was drinnen los ist. Draußen ist eine geile Area, die werden wir euch nachher noch zeigen. Und was können wir sonst noch sagen? Ja, auf jeden Fall die Highlights am Abend, glaube ich. Der Hans Zöner spielt morgen Abend, genau. Sonntag. Heute der Uwe Banthorn. Genau, und das werden wir uns auf jeden Fall geben, hätte ich gesagt. Ja. Vielleicht seht ihr auch was davon. Also, bis gleich, viel Spaß. Okay. Tschüss. Das Bett ist warm, es riecht noch nach dir. Ich dreh mich um, doch du bist nicht mehr hier. Ich frag mich, wo du hin bist, und dann mache ich mir Sorgen. Sonntagmorgen. Kampf wär's für dich, auch wenn du niemand bist und nichts hast. Solange du weißt, wer du bist, ist das dein Tag. Joa, das ist für dich ein überragender Tag. Er ist für dich, auch wenn du niemand bist und nichts hast. Es ist egal, solange du weißt, wer du bist, ist das dein Tag. Joa, das ist für dich ein überragender Tag. Er ist für dich, auch wenn du niemand bist und nichts hast. Es ist egal, solange du weißt, wer du bist, ist das dein Tag. Und nochmal, das ist für dich ein überragender Tag. Er ist für dich, auch wenn du niemand bist und nichts hast. Es ist egal, solange du weißt, wer du bist, ist das dein Tag. Nothing love, nothing news. Cut what I hope and stop and lose. I'm hungry. Ja, Günther, schön, dass ich dich auch auf der Messe treffe. Ich meine, wäre ja schlimm gewesen, dich immer in Wien zu sehen, aber ich bin nicht, ne? Ja, in Wien ist ja nicht mehr lange hin und sehen wir uns bestimmt auch dieses Jahr auch wieder. Also ich bin definitiv auch in Wien vor Ort. Wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Was gibt's bei dir Neues? Du hast ja jetzt deine Ausnahmegenehmigung für den Eigenanbau. Hast du die jetzt? Oder? Das Urteil, das jetzt letztes Jahr im Juli hier in Köln gesprochen wurde, jährt sich ja jetzt in nicht mal 14 Tagen zum ersten Mal. Also es ist jetzt ein Jahr mittlerweile vergangen. Der Richterspruch laut Richter dürfte ich anbauen, oder laut Richterspruch wurde das Institut, das diese Genehmigungen jetzt rausgibt, das ist das gleiche, das Institut, wo man auch die Genehmigungen für das Apothekengras herbekommt, die weigern sich nach wie vor, diese Genehmigung zu erteilen. Das heißt, es hat sich eigentlich nichts getan. Der nächste Schritt ist der vor das Oberverwaltungsgericht in Münster. Und wann die nächste Verhandlung sein wird, dazu kann ich jetzt noch gar keine Aussagen machen. Weißt du, Günther, was mich immer so als Privatperson, wo ich immer denke, wie machst du das eigentlich? Das muss doch einen Haufen Geld kosten. Ja. Jetzt mal abgesehen von deinen Nerven und deiner Zeit und so. Nerven und Zeit kostet das mich wohl, Mario. Bezüglich der Finanzierung, da gehen die verschiedensten Gerüchte herum. Mein Rechtsanwalt, der hier seit 5 Jahren für mich für die Sache tätig ist, macht das Ganze umsonst. Das heißt, er hat von mir bis heute noch kein Geld gesehen. Respekt, Rechtsanwalt, du bist echt klasse. Also, Herr Schillow macht das aus Engagement für die Sache. Hier geht es um die Sache und nicht um den Geldbeutel von dem Anwalt. Und das ist also und deshalb wirklich, kannst du es wahrscheinlich auch. Das ist, würdige ich sehr, und nur so kann ich das machen. Mit teurer Medizin ist das echt nicht einfach. Ne? Ich zahle nach wie vor, wenn dann 75 Euro jetzt fast für eine Dose für 5 Gramm Cannabis, für ein Kraut, was ich mir, wenn ich es mir denn zu Hause anbauen würde, für etwa ein Zehntel des Preises hinbekommen würde. Okay. Du, es gibt ja angeblich jetzt über 200 Patienten in Deutschland. 400. Wir sind jetzt knapp über 400 Patienten, wo die Cannabisblüten aus der Apotheke beziehen dürfen. Wie das mit Ronabinol jetzt aussieht, das weiß den aktuellen Stand. Gibt es denn schon irgendeinen Patienten, der jetzt auch schon eine Ausnahmegenehmigung für den Anbau hat, so wie du das jetzt beantragst? Nein, also wir sind bisher jetzt, ich bin nicht alleine der Erste, sondern wir waren 5 Patienten gewesen, die damals geklagt haben. 3 von uns haben Recht bekommen, wo jetzt ich einer von den 3 bin.
Und da ist eben bis heute noch kein Ende in Sicht. Wäre es für dich hilfreich, wenn jetzt andere Patienten noch auf dich zukommen würden und sagen, wir möchten uns dir anschließen oder so? Natürlich ist das immer sinnvoll. Je mehr wir sind, umso mehr Druck erzeugen wir auch und umso einfacher wird es dann auch für den Einzelnen. Weil dadurch, wenn durch viele die Last getragen wird, das natürlich wird mir dadurch auch ein Stück Last genommen. Ja klar. Wünsche ich mir, dass natürlich so viele Patienten, man muss ja nicht unbedingt der Patient sein, aber so viele Menschen wie möglich hier Genehmigungen für den Eigenanbau stellen. Okay. Heute hab ich frei, ich hab nichts zu tun. Ein guter Tag, mich richtig auszuruhen. Vielleicht sollte ich mir was zu rauchen besorgen. Am Sonntagmorgen. Ich spring in meine Hose und greif zum Portemonnaie. Ein Blick in dasselbe und ich denk mir nur, oh je, wer könnte mir nur heute etwas Kohle borgen? Am Sonntagmorgen. Warte mal, hier ist die FDP, sollen wir da mal? Ihr seid die FDP, ne? Ja. So sieht's aus. Was macht ihr denn? Eine liberale Politik, würde ich sagen. Nee, Kampf machen wir nicht. Wir informieren über unsere Haltung zu Cannabis. Okay. Das heißt, was für eine. Wir wollen jetzt nicht so eine lange Debatte wie im Bundestag. Ja. Ganz kurz, wie steht die FDP zur Legalisierung? Legalisieren. Okay, also ihr sagt nicht nur freigeben für Patienten und medizinische Zwecke? Nein, wir sagen definitiv für alle Leute, über 18 Jahre halt, ist ja klar. Einfach weil der Mensch sich selber gehört und über sich selbst bestimmen kann. Mhm. Und solange man die Rechte anderer nicht einschränkt, was bei Cannabis nicht der Fall ist, ist es kein Problem. Verboten ist, liegt auch ein bisschen daran, dass es einfach keine Gesellschaftsdroge ist. Mhm. Aber trotzdem von vielen Leuten konsumiert wird. Diese Leute, die es konsumieren, die werden unnötig zu Kriminellen gemacht, eingesperrt und verurteilt. Was wären für euch die besten Wege, um eine Verteilung von Cannabis für Konsumenten richtig zu machen? Wird das von euch über Apotheken laufen, über Cannabis Social Clubs, über Coffeeshops? Was wäre für euch so die richtige Wahl? Ich glaube, wir haben Coffeeshops. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber wir sind für Coffeeshops allerdings natürlich auch an Austeilungsstellen im Allgemeinen, beziehungsweise natürlich auch über Apotheken. Es geht darum, dass die Konsumenten vor allen Dingen weg von den Dealern kommen. Absolut. Und an reinen Stoff auch rankommen, nicht dieser ganz gestreckte Mist. Also wir haben einen kleinen Tipp für die FDP. Die Cannabis Social Clubs, die es auch in Deutschland schon gibt, das ist eigentlich so, das ist auch eine kontrollierte Abgabe, wo sich eigentlich die Konsumenten und die Patienten selbst versorgen. Ja, ein geschlossener Club, wo eigentlich keine Werbung für gemacht werden darf, sondern eine Selbstversorgung stattfindet. Und wenn die noch unter staatlicher Kontrolle stehen würde, dann wäre das für uns eine gute Sache, weil wir finden, wenn das nur in Apotheken vertrieben würde, würde es wieder auf die Lasten der Patienten und so gehen, weil Apotheken nun mal horrende Preise draufschlagen. Und das wollen wir halt richtig. Aber erstmal danke, dass euer Statement abgegeben hat und wir hoffen, dass da was weitergeht bei der FDP. Viel Glück. Danke. Hoffen wir auch. Keine viel Spaß. Da kommt mir der Gedanke, fahr doch raus zu Klaus. Der hat einen grünen Daumen und fast immer was zu Haus. Und ich weiß, seine Ernte, die ist richtig gut geworden. Sonntagmorgen. Das Einzige, was man grün hat, ist der Rauch. Der ist grün. Ja, alles andere bedeutet Politik, Polizei, wollen wir nicht, sind nicht mit dabei. PDF, die schlafen aber noch. Die haben wahrscheinlich gestern zu viel Pott geraucht und kommen jetzt nicht aus dem Quark. Aber hier gibt es auch Haschkekse, also das ist alles kein Problem. Die Stadt hat geschlossen, die Menschen leider auf. Und ich kann mir nicht kaufen, was ich zum Leben brauch. Sonst tümmeln sich doch hier die Käuferhorden. Aber nicht am Sonntagmorgen. Wie stehen die Piraten jetzt allgemein hier in Bayern zur Legalisierung? Wie wird das für euch aussehen, die Umsetzung? In Bayern gibt es natürlich den großen Vorteil des Volksbegehrens, was sicherlich, sage ich mal, die Hürden so weit niedriger setzt, als dass man eben im Parlament vertreten sein muss, um etwas zu bewegen. Das sehe ich als Vorteil, auch wenn die Hürden da nicht einfach sind. Man weiß ja auch warum, um es natürlich letztendlich doch ein bisschen zu blockieren und steinig zu machen. Der Stand ist, nach meines Wissens, dass am 21. August,
das Volksbegehren eingereicht wird mit den entsprechenden Unterschriften. Mit 25.000 habt ihr bereits zusammen, ne? Ja, da ist aber, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja da, du musst ja die kommunalen Formulare nehmen. Okay. Und da sind ein paar Unterschriften deswegen unten durchgerutscht. Das heißt also, man versucht sogar 30.000 Unterschriften zu sammeln, okay, damit man auf der sicheren Seite ist. Okay. Wir fordern die komplette Freigabe und Regulierung. Das heißt also zum Beispiel, dass es keine Begrenzung gibt, ob du 3 Pflanzen hast oder 50 Pflanzen. Das hat letztendlich keinen zu interessieren, solange du das für deinen Privatgebrauch hast. Ja? Und wir sind auch keine Freunde des Abstinenzkonzeptes, des absoluten Abstinenzkonzeptes. Ja? So, und die Vorstellung geht, wie gesagt, dahin, dass du eben dort im Prinzip alles frei kaufen kannst, aber eben gleichzeitig mit einer Fachberatung. Also mal als Beispiel bei der Cannabispflanze. Du hast ja unterschiedliche Cannabinoide, genau, in verschiedenen Konzentrationen. Und dem einen tut das besser und dem anderen tut das mehr gut. That's it. Aber wir sind der Meinung, dass die Leute zu selbstverantwortlichen, mündigen Bürgern, sage ich mal, ausgebildet werden und frei entscheiden können. Was haltet ihr von Cannabis-Social-Clubs? Die Idee überhaupt ist hervorragend, unterstützen wir auch. Aber ein realistischer Blick auf die heutige Zeit im Zuge des aktuellen BTMGs, also des Betäubungsmittelgesetzes, halten wir das für ziemlich unrealistisch, dass man das zurzeit realisiert. Okay. Allein schon wegen den Kosten und den Reglementarien, die dahinter stecken. Ja? Als Modellversuch, okay, aber ohne Sponsoring glauben wir nicht, dass das funktioniert zurzeit. Ja? Tja, und in der Straßenbahn, da treffe ich einen Kontrolleur. Und der sagt zu mir, gib 40 Euro her. Und ich sollte mir in Zukunft einen Versprechen. Ich kann das jetzt hier in die Kamera sagen, schalt es ab. Sonntagmorgen. Ah, das Prinzip des Lieders setzt sich langsam durch in den hinteren Reihen. Das freut mich sehr. Sieht komisch aus, ist kein Hasch. Nein, das ist Seife. Michael, hallo erstmal. kurze Frage, was ist eigentlich der Vorteil bei Hanfseife gegenüber normaler Seife? Ich kann dir direkt ein Beispiel zeigen. Hier die alte Frühlingsseife. Ja, so. Okay, das ist die normale jetzt, oder was? Das war die alte ohne Hanf noch. Ah. Ja. Und einfach die Textur von der Seife. Und jetzt guck dir die hier mal an. So. Also ich meine, gut, die ist jetzt noch blau dazu, aber die schäumt viel geiler. Also sie ist definitiv 2 Klassen besser geworden, seit wir Hanf reintun. So. Wir machen jetzt alle Seifen mit Hanf, weil die sind einfach cremiger irgendwie. Und es, also wir arbeiten mit ätherischen Ölen mit rein. Wir haben eine medizinische Sorte, da ist Cannabidiol drin. Das ist für Leute mit Hautproblemen, Neurodermitis, ist halt Gold wert, ja, weil also du meinst auch, wenn man jetzt praktisch Hautprobleme hat, sollte man sich auf keinen Fall mit richtiger Seife waschen, sondern echt mal Hanfseife probieren? Ich würde es probieren. Also wir haben einige Leute, die sehr, sehr gute Erfahrungen machen damit und gerade wenn Leute wirklich offene Haut haben, ne, ist ja eine Seife mit Cannabidiol, die entzündungshemmend ist, schmerzlindernd, Gold wert. Ja. Ja. Und Massageöl habt ihr auch? Ist auch, haben wir ein paar Sorten hier, ein paar davon kann man auch essen. Massageöl essen. Ja, kann man die Zunge mit massieren so. Okay. Geht halt am schnellsten so, weil CBD dann direkt über die Mundschleimhaut ins, okay, Gehirn geht und dann bist du halt nach 5 Minuten schmerzfrei so. Ja. Aber man kann auch sehr gut einfach, also ich habe einen Ischias chronisch schmerzhaft so, und ich habe halt 4 Bandscheibenvorfälle und ich nehme das Öl, zack, schmier mir einen Ischias ein und gut ist so. Hey Leute, probiert das. Bei Akne, bei Neurodermitis-Problemen, überhaupt bei Hautproblemen, Trockenhaut und so weiter. Probiert es mal Hanfseife oder Hanföl, Hanfmassagen, sehr gut. Und ihr könnt es euch natürlich auch an Sativa Care wenden, wenn ihr sowas haben wollt. Hast du Bock noch ein Peeling auszuprobieren, Mann? Mal riechen. Also das ist Rose. Wo ist das? Lavendel. 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 Also das erste oder das Lavendel? Das erste war Frühling. Ich glaube Frühling. Frühling ist gut. Oh, über die Schüssel. Okay. Wasser muss gewechselt werden. Okay. Und jetzt einmal waschen. Okay. Also das ist so, ja, du merkst so ganz kleine Körner. Das ist wie eine kleine Handmassage eigentlich. Leicht ölig und fühlt sich aber auch sofort weich an. Ja? Also, und duftet schön. Boah, endlich mal wieder saubere Hände. Ich habe mir sozusagen meine Hände in Unschuld gewaschen, in Hanf gewaschen. Oh ja. War Wahnsinn. Na, ist echt, also ist wirklich. Es ist nicht so ölig und trotzdem aber. Himalaya-Salz, Mandelöl und Hanföl, ätherische Öle für den Geruch halt. Und
Okay. Zieht wohl schnell ein. Also, das nimmst du aber nur für die Hände, oder? Nee, ist ein Ganzkörperpeeling. Kannst du, ist das die Cannabis dicht oder? Ja? Augen nicht und Haare nicht, weil halt Mandelöl drin ist, ne? Okay. Aber. Okay. Als ich dann endlich vor der Türe meines Freundes stehe und lauter grüne Streifen und blaue Lichter sehe, da krieg ich Angst vor Bullen, die gern Kleinkiffer ermorden. Mach's in Bayern so zum Frühstück am Sonntagmorgen. Ihr kennt es, ha? Einer spricht mich auch schon an und fragt, was ich hier will. Und ich erkläre ihm ganz kommod, dass ich hier einfach chill. Er glaubt mir nicht und packt mich ein, das ist wohl nix geworden. Am Sonntagmorgen. Nach 7 Stunden im Revier lässt man mich wieder frei. Ich finde auch zu Recht, ich hatte ja nix dabei. Zu Hause angekommen, denk ich, waren hier wilde Horden. Am Sonntagmorgen. Meine Wohnung liegt in Trümmern, all das wird durchsucht. Ich habe in meinem ganzen Leben nie so laut geflucht. Was ist nur aus der Freiheit und dem Bürgerrecht geworden? Am Sonntagmorgen. Ich treffe hier in München auch G-Spot. Hallo. Hey, erstmal nochmal Respekt für den tollen Vaporizer, den ihr hergestellt habt. Den haben wir letztes Mal getestet. Ah ja, danke. Ja, das ist schon ein älteres Produkt von uns. Aber du, ich habe zufällig auch ein neues dabei. Ein echt? Neues Produkt. Das ist super. Einen sogenannten Nektar-Kollektor. Das okay. Ist gedacht zum Öl. Öl. Wie heißt der? Nektar-Kollektor. Nektar-Kollektor, okay. Um ölige Substanzen zu rauchen. Ne? Das okay. Ist dieses Teil hier. Das sieht ja geil aus. Mit einer Spitze aus Metall, die man glühend macht. Und man nimmt dann einfach den Nektar oder beziehungsweise das Öl, das BHO-Öl, macht mit der Spitze heiß und geht nur in dieses Öl rein. Stark. Und kann so ziehen. Ich kann es leider nicht vorführen jetzt, weil ich habe kein Öl. Schade. Bei mir. Aber sonst ein schönes Teil. Und es in guter Qualität. Aus dem Hause G-Spot. Hey, super. So, ihr hört jetzt gerade hier den Abschluss vom zweiten Tag der Cannabismesse XXL in München. Wir finden die sehr gut gelungen, die Messe. Und neben mir ist der Wenzel, der Mann, der das Ganze hier veranstaltet. Servus. Servus. Du, jetzt muss ich dich ja mal ein paar Sachen fragen. Erstmal zu der Veranstaltung hier. Erwartung übertroffen, Erwartung untertroffen. Also in beiden Seiten. Also vom Publikum her hätte es ein bisschen mehr sein können, aber es war schon ausreichend gefüllt. Man darf ja nicht vergessen, hier in Bayern haben die Leute Angst. Ne? Absolut. Und das ist einfach krass. Man hat es ja auch nicht für möglich gehalten, dass man sowas in Bayern so friedlich durchbringen kann. Also wir haben jetzt 2 Tage hinter uns, wir haben keine Polizeirazzia gehabt, wie alle behauptet haben, ja, also ja. Das ist ein Riesending. Absolut. Wir haben eine schöne Friedliche gehabt. Das, was wir pressemäßig geschafft haben, das war ja gigantisch. Absolut. Wenn du schaust, es waren ja 17 Presseleute bei der Pressekonferenz. Wir haben heute gleich riesen Zeitungsartikel drin gehabt von der Süddeutschen Bildzeitung, ja. Bildzeitung mit 7 Bildern drin, also das musst du erstmal schaffen. Ja. Wir haben eine wahnsinnspolitische Diskussion gestern gehabt, ja, mit Bundestagsabgeordneten, mit Landtagsabgeordneten aus ganz Deutschland, also nicht nur aus Bayern. Wir haben heute eine Wahnsinns-Podiumsdiskussion gehabt mit Patienten, ja, die da also ihre Leid und ihre Sorgen rübergebracht haben. Ja, war echt toll. Wir haben Vorträge gehabt über die medizinische Art im Prinzip. Wir haben hier gerade auch über CBD-Werte, weil das ist momentan der Hype auf der Straße, ja. Weil wir sammeln ja auf der Straße noch die Volksbegehren-Unterschriften und da haben wir ja wahnsinnig viel mit den Leuten zu tun. Und wenn du merkst, dass die Leute uns, wenn sie mal vorbeigehen, dann denken sie sich ja erstmal, ja, Kiffermobil oder was, ja. Aber da ist es ja so, wenn du dann mal mit den Leuten zusammenkommst und erst die merken, was du eigentlich willst, ja, dann merkst du, wie die Leute richtig dahin schmelzen. Ja. Dafür machen wir das eigentlich, ja, weil es ist eine Wahnsinnsdiskriminierung an den Menschenrechten. Absolut, ja. Und bei manchen Patienten ist es ja fast, grenzt es an Körperverletzung, was der Staat mit uns macht. Ja. Und darum müssen wir uns da so einsetzen, um einfach da vorwärts zu gehen. Also bombastisch. Also ich darf dir auf jeden Fall mal ein Lob geben. Ich finde das hier echt schön gemacht, auch draußen mit den Essständen. Ja. Du hast hier mehr zu essen als an der Cultiva, die schon seit 10 Jahren besteht.
Und ich finde, dafür, dass es hier das erste Mal ist, ist es echt sehr gut. Es ist wirklich schade, dass so viele Leute hier die Hosen voll haben und hier nicht hingehen, weil es irgendwelche Gerüchte gibt, dass vielleicht eine Polizeikontrolle kommt oder wie auch immer. Leute, dann nimmt man mal einen Tag nichts mit zu rauchen, aber deshalb unterstützt man trotzdem hier so eine tolle Messe. Ja? Und ich hoffe, dass im nächsten Jahr hier 10-mal, wenn nicht sogar 50-mal mehr Leute sind als dieses Jahr. Ja? Also das ist genau das. Also es ist ein Riesenanreiz, ja? Und egal wie es finanziell ausgeht, ja? Finanzielle Sache ist eine Geschichte. Das hier ist eine Legalisierungsmesse in erster Linie. Hier geht es nicht um Kiffen oder sonst was. Ja? Hier geht es um einen Arschbacken zusammenreißen, zusammenzwingen und einfach mal anpacken und sagen, hey, hier tun wir was. Genau. Ja? Und hier sind alle Leute, also wir haben ja jede Menge Stände gehabt, es waren ja über 40 Stände aus 7 Ländern. Ja? Mhm. Also das ist wirklich eine internationale Messe. Ja. Klar. Diese ganzen Samen und so, ja, wenn du schaust, ist Barcelona, jeder zweite Stand hat Samen irgendwo, ja. Also da ist zwar viel los, aber die Fachgespräche, die hier geführt wurden an den Ständen, so wie beim Deutschen Hanfverband, der auch einen eigenen Stand hatte, oder auch der österreichische Verband, ja, genauso. Diese Fachgespräche, die Jungs hier geführt haben, wir haben ein komplett neues Publikum. Und das ist das, was ich immer den Leuten gesagt habe. Mhm. Sag ich, hier, die Leute auf der Straße, die haben so viel Interesse. So viel Ehrgeiz, Information, die sind so hungrig. Ich meine, wir waren jetzt über 120 Tage jeden Tag auf der Straße. Müssen wir die ganzen Altersheime einladen. Ja, wir haben es ja schon versucht. Du hast ja gestern gemerkt, bei der politischen Diskussion habe ich da den einen Senior. Mhm. Ja, der ist ja wirklich zu mir in den Laden, bei großer Hitze, fast reingebrochen, heulend rein, ob ich ihm helfen kann. Ja, da lässt den Mann erstmal hinsetzen, gibt es ihm mal Wasser, damit er sich überhaupt fangen kann. Und dann fängt er an zu weinen, weil er hat gehört, und ob ich ihm eine Pflanze geben kann, er hat solche Schmerzen, da kriegst du immer wieder Gänsehaut. Ja. Schlimm, ne? Und den habe ich dann extra gestern abholen lassen, ja, damit er den Politikern seine Fragen stellen kann. Super. Ja. Und wenn du hast die Süddeutsche Zeitung heute gelesen, da stand da drin, den Mann mit den Tränen in den Augen, die so schmerzen. Also besser hätte die Süddeutsche sagen, eine Hochachtung, was sie da geleistet hat. Genau das ist es, ja. Hier geht es nicht um die Drogen. Scheiß auf die paar Kiffer, die dieses Kraut missbrauchen. Ja? Absolut. Ja? Weil wir haben 10-mal so viele Alkoholiker, die Alkohol missbrauchen. Und da kriegt sich auch keinen Hand. Ja? Denen wird geholfen. Ein Kiffer wird gejagt wie ein Karnickel. Ja? Wo denn sonst als in Bayern ist das Sprichwort leben und leben lassen. Absolut. Ja? Also... Und das wollen wir die Politiker einfach bei Wort nehmen. Ja. Und ich glaube in Bayern, wie du glaube ich auch schon mal am Telefon gesagt hattest, kannst du es irgendwie, die sind so mit Hopfen und Bier verbunden, dass die glaube ich am ehesten nachvollziehen können, wenn man in Bayern das Bier verbieten würde, wäre hier eine Revolution wahrscheinlich. Das wäre eine Revolution. Die machen wir jetzt einfach. Genau. Ja? Ich meine, gerade hier in Bayern ist diese Revolution ja so einzigartig, weil hey, schließlich sind wir Bayern dafür verantwortlich, das größte Drogenfest der Welt zu organisieren, das Oktoberfest, ja? Ja. Ja? Und ich meine, der Michael Mittermeier hat ja schon einmal gesagt, er wünscht sich ein Kiffer-Oktoberfest, genau. Ja? Ein Kifferwiesen. Ja. Und nach diesen 14 Tagen möchte er die gleiche Resonanz haben, genau. Feststellen, ob es da auch so viele Vergewaltigungen, Schlägereien und Körperverletzungen gibt. Keine Krankenwagen. Genau, weißt du, und das ist es. Hey, ich wünsche euch viel Glück dabei. Und wenn Bayern fällt, fällt Deutschland. Natürlich. Und wenn Deutschland fällt, fällt Europa. Und dann sind wir alle wieder vereint. Natürlich. Hey, hat mich gefreut. Dankeschön. Merci, gell? Danke euch, gell? Ciao. Ja, Freiheit ist nicht käuflich und das Bürgerrecht ist tot. Drum trage ich auf der Hand einen Stern und der ist schwarz-rot. Müssen wir denn wirklich erst ein hohes Tier ermorden? Einer ist entschieden, die anderen schwanken noch. Nein, Stimmen gab es bis jetzt keine, oder? Stimmenthaltungen? Also ich find's mindestens diskussionswürdig halt. Nein, Gewalt ist keine Lösung, drum friedlicher Protest. Freunde auf die Straße, erkämpft das grüne Recht. Wenn ihr zusammenhaltet, dann mach ich mir keine Sorgen. Am Sonntagmorgen. Ja, wenn wir zusammenhalten, hey, dann macht euch keine Sorgen. Am Sonntagmorgen. Vielen Dank.